Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Adventure Map Ragnarök zur Golden Clock. Und zwar habe ich die Adventure Map ja lange nicht mehr gespielt und ich dachte mir auch, die ist zwar hammergeil, aber wirklich Let's Playen habe ich nicht mehr Bock zu. Deswegen spiele ich die jetzt offline weiter, alleine, nur für mich, aber nehme trotzdem noch auf und mache das halt so wie jetzt hier im Zeitraffer, um euch wenigstens noch ein bisschen was zu zeigen. Und ja, ich habe jetzt insgesamt 50 Minuten Spiel, seht ihr jetzt. Das habe ich auf 10 Minuten, also praktisch, verschnellert. Mit 502% der, also von der echten Geschwindigkeit habe ich 502% nochmal drauf getan. Also schneller gemacht. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Ich wollte das ganze Projekt jetzt nicht ganz abbrechen oder so. Und deswegen denke ich, ist das eigentlich so eine ganz gute Idee gewesen. Da aufgehört habe ich bei diesem Let's Play ja am Anfang von den drei Tempeln von Argat, waren das, glaube ich. Und ja, das hier ist der erste, da musste man halt, also es ist hier ziemlich durcheinander, das könnt ihr vielleicht gar nicht jetzt so erkennen, aber musste da halt einen Weg finden durch so eine Art Labyrinth nach oben und einen Schalter finden, den ich aber schon einmal gefunden habe. Und ja, da habe ich erst nicht gescheckt, was der macht. Das habe ich ja später gerafft. Und zwar bin ich dann auch irgendwann wieder nach unten gegangen. Und dann durch dieses Wasserloch da. Und durch diesen Schalter hatte ich dann halt eine kleine Wasserkuhle, die man gerade gesehen hat, wo ich durch wieder Luft gekriegt habe und deswegen erstmal da durchgeschafft habe. Und ja, und dann ging es halt weiter mit einer kleinen Sprung-Challenge. Und dann musste ich da erst wieder ein bisschen rätseln, bis ich es gerafft habe, was man da machen muss. Da bin ich jetzt einfach einmal über die Steine, also da rumgesprungen. Und eigentlich sollte man die Schilder da lesen, aber im Buch steht die Geschichte auch, also habe ich eigentlich nichts falsch gemacht. Versucht habe ich das, glaube ich, trotzdem noch einmal. Aber dann, ich weiß nicht, habe ich das aufgenommen, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, da bin ich einmal durchs Spinnennetz gefallen, das war ein bisschen tückisch, die Falle habe ich nicht gesehen. Und ich habe mich eigentlich sofort auf die nächste Dings gemacht, Ebene, die man gerade schon gesehen hat, die habe ich schnell durchgehabt. Und ja, dann war ich halt auf der höchsten Ebene, aber da bin ich nochmal zurückgegangen, wie jetzt, und dann wurde es auf einmal ganz dunkel, ich weiß nicht wieso. Aber dann wollte ich diese Challenge, die ich jetzt gerade, die ihr gerade seht, die wollte ich halt nochmal unbedingt schaffen mit dem Moorstein, die war ziemlich schwer. Ich glaube, am Ende habe ich ein bisschen gescheatet mit dieser Pflanze. Die zerhaue ich irgendwann und da hat ein Auto gehupt, falls ihr das gehört habt. Und ja, die zerhaue ich irgendwann und baue die einfach neu auf, da wo ich sie gerade brauche. Und ich weiß gar nicht, wann das genau kommt, aber es müsste eigentlich jeden Moment sein. Da habe ich sie halt sofort am Anfang aufgebaut. Ein bisschen Cheating, aber ist egal. Am Mods habe ich dabei in denen, glaube ich, nur too many Items. Und ja, da habe ich es endlich geschafft, über die blöden Steine zu springen. Und ja, da habe ich gesehen, da hat mir ja gar nichts genützt. Aber egal, da bin ich nochmal zurückgeschwommen, wieso auch immer, ich weiß es nicht. Aber eigentlich muss man da einfach weitergehen. Und ja, dann hier ein paar Regeln, die ihr euch lesen könnt. In dieser Ebene konnte ich halt Pistons abbauen und so. Das war ein bisschen rätselhaft, sag ich mal. Ein bisschen und auch ziemlich schwer. Aber ich habe es dann am Ende halt doch geschafft. Und ja. Dann, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich da jetzt noch dran gesessen habe. Aber das Spinnennetz hat mich so aufgeregt, das habe ich dann einfach weiter zerhauen. Da hatte ich nämlich einfach keinen Bock mehr. Ja, und da habe ich mich gerade mit der Diamantspitzhacke einfach den Weg frei gebahnt. Aber egal, so, dann habe ich noch ein bisschen rumgetüftelt bei dieser Pistenebene, weil die echt nicht leicht war. Aber am Ende ging dann alles und ich habe es doch nochmal geschafft. Und habe dann auch diesen Slimeball gekriegt, mit dem ich mir dann ein Sticky Pisten gemacht habe. Und mit diesem muss ich mir dann irgendwie wieder den Weg frei ziehen. Und ja, dann bin ich, also dann baue ich jetzt erstmal hier den Sticky Pisten richtig auf. Dann konnte ich weiterziehen. Und ja, dann haben wir hier, wir könnt ihr wieder ein paar Schilder lesen und die Schilder waren halt nur die weitere Story, die in diesen Büchern auch steht. Da bin ich halt weitergegangen zur weiteren Challenge, weil insgesamt gab es 5 Bücher und das ist jetzt Teil 2 und 4, glaube ich. Und da habe ich Teil 1, ja, jetzt habe ich jetzt 1, 2 und 4. Davon gibt es halt insgesamt 5 Bücher. Und diese Challenge, wo ich jetzt bin, die war schon ziemlich hart.
weil da bin ich öfters mal abgekackt. Da habe ich mir dann am Ende auch Game Mode gecheatet. Da habt ihr jetzt gesehen, erstmal in LAN gestartet und dann Game Mode gecheatet, weil ich einfach keinen Bock hatte, die ganze Zeit meine Sachen zu verlieren und so. Und ja, dann bin ich halt die ganze Zeit auch rübergelaufen. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich es geschafft habe. Aber schon hatte ich dann auch den fünften Teil. So, dann brauchte ich nur noch den dritten Teil. Und da muss ich ja natürlich die Challenge wieder zurück. Da hatte ich wieder keine Lust, die ganze Zeit zu sterben. Und ja, dann war da so eine Holzplattform. Da habe ich dann endlich am Ende was draufgeworfen, damit ich da rein kann. Weil mir war das einfach zu schnell. Ich glaube, das sollte man auch. Also hätte man machen können. Und mit dem Schild konnte ich dann da aufbauen irgendwie. Dann hat der Business die Werte geschoben. Da konnte ich da durch. Und ja, da war dann ein kleines Rätsel noch, das habe ich auch schnell gelöst. Und dann kamen wir zur Rätselwand, das hat ein bisschen länger gedauert. Weil da musste man den Figuren aus der Geschichte, musste man halt Begriffe zuordnen. Und da bin ich erst so ein bisschen abgekackt, aber im Nachhinein ging das alles. Und ihr werdet mich da jetzt, glaube ich, noch ein bisschen rätseln sehen. Aber es müsste eigentlich gar nicht mehr so lange dauern, bis ich das dann endlich rausgefunden habe. Aber ich habe da echt eine Menge ausprobiert. Und ja, zum Far Cry Let's Play nochmal eine kleine Info zwischendurch, falls einer das erwartet hat und so. Das macht jetzt wahrscheinlich der Florian, also der Fentress X13 für mich. Er lädt das auch auf meinen Kanal hoch, weil ich einfach zu überfordert bin die ganze Zeit mit den ganzen Projekten, auch mit Assassin's Creed und so. Ich probiere das alles noch, aber versprechen kann ich nix. Also es war jetzt nur so ein Plan, wir wollten eigentlich auch noch Skyblock einmal aufnehmen, aber jetzt kommt erstmal dieses Video, weil heute ist Mittwoch, ich muss unbedingt wieder ein Video bringen. Weil ich habe jetzt schon 71 Abonnenten. Erstmal danke an euch Abonnenten. Ich habe jetzt schon 71 von euch und ich finde es einfach hammergeil. Und ja, ich will auf jeden Fall ja auch mehr kriegen. Und jo, dann also da habe ich das Rätsel mit dem blöden Buchstaben gelöst. Und dann war ich auf so einem komischen Turm. Und dann sollte man da wahrscheinlich wieder runterklettern. Da habe ich mir aber gedacht, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und runterspringen hätte ich nicht überlebt. Also bin ich auf den Glowstones am Rand einfach immer runtergesprungen, habe gewartet, bis mein Leben wieder voll war und bin dann wieder runtergesprungen und dann war ich halt schon bei den Anfang wieder und dann konnte ich eigentlich in den zweiten Turm rein. So, und das geht jetzt noch 3 Minuten, das Video, deswegen weiß ich nicht, ob ich... Ah ja, da. Die Schilder, die konnte ich nicht entziffern, da weiß ich nicht, ob was man da genau machen muss, ob man die Vokale wieder umändern muss oder die Konsonanten einfach ein weiter. Ah ja, und dann war ich hier halt beim Death Point, beim zweiten Turm. Und dann bin ich kurz angefackelt, ja, fand ich ein bisschen kacke. Und die Rüstung habe ich mir auch gescheatet, falls das sich einer fragt. Und ja, bei dieser Challenge muss man halt mit Schwertern halt Zombies durchdringen und so, wie auch schon mal. Und ja, da habe ich kurz einmal die Spielregeln geändert. Und zwar, dass Creeper, wenn sie explodieren, das habe ich jetzt auch da nochmal getestet, wie man sieht, dass sie explodieren, dass sie keinen Schaden machen. Und da hat man jetzt zum Beispiel gesehen, hat keinen Schaden gemacht, aber mir Leben abgezogen und so soll das auch sein. Da muss ich nämlich nicht immer den Schwierigkeitsgrad wieder umstellen. Und das geht alles. Das da ist ein kleiner Shop, wo man gegen Fleischstückchen und so Schwerter, Bögen, Rüstungen und Essen kriegt. Und ja, dann ist da unten noch eine Endertruhe gewesen, meine ich, oder noch ein weiterer Shop. Ich glaube, das war noch ein... Oh, ups. Noch ein weiterer Shop, der mich gerade gegen das Mikro geknallt. Ich habe ja jetzt gerade ein anderes Mikro. Und dann war halt da immer so überall kleine Spinnchen. Die haben mich ein bisschen aufgeregt, weil die vergiften einen einfach immer und ja. Dann hier als Zombie-Spawner und so. Da konnte ich wieder ein paar Fleischstückchen ergattern. Und da hat mich eine Spinne fast getötet und einmal wurde ich sogar getötet, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob das in diesem Part noch ist, aber weiter habe ich eigentlich nie aufgenommen als in diesem Part, also muss das eigentlich in diesem Part gewesen sein, oder? Ich irre mich da einfach kurz. Aber da kaufe ich jetzt erstmal, also da überlege ich mir jetzt erstmal noch und zähle meine Punkte zusammen, was ich alles habe und was ich mir da kaufen soll. Und dann kaufe ich mir halt ein paar Fackeln, um erstmal Licht zu schaffen hier in den dunklen Scheiße. Und diese blöden Spinnen, die regen mich immer noch auf, also ich glaube, da bin ich gar nicht viel weiter gekommen. Und den Spawner, weiß ich gar nicht, ob ich den ausgelöscht habe oder so. Auf jeden Fall, da werde ich gleich wahrscheinlich sterben, weil ich noch ein Herz habe. Aber es bleibt anscheinend beim halben Herz. Und da kaufe ich mir jetzt was. Und da habe ich meine Rüstung abgelegt, ja. Und dann bin ich da gestorben durch so einen kleinen Baby-Zombie, den ihr links gesehen habt. Das war ein bisschen fies, zum Glück hatte ich meine Rüstung abgelegt. Aber und dann habe ich ein Bett in der Hand gehabt.
Ich weiß nicht genau. Ach ja, und da habe ich mich schnell Gamer gecheatet, weil das kann ja nicht sein, dass die einfach alle außerhalb waren und ja. Also die Zombies waren alle außerhalb der Arena und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich kurz Game Mode gemacht und den Schwierigkeitsgrad umgestellt. So, das Video ist jetzt auch zu Ende. Ich bin schon bei 10 Minuten, 12 oder schon 12 Sekunden zu lange. Und ja, dann sage ich mal, ciao, bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao!